Ja, für die SLUB ist diese Ausstellungsreihe natürlich eine tolle Gelegenheit, die Bestände aus der deutschen Fotothek einem größeren Publikum zeigen zu können, unsere Fotografen und Fotografinnen sichtbar zu machen, ist ein ganz zentrales Anliegen. Und den Anfang bildet nun das Werk von Frank Höhler, den ich seit Jahren kenne, der mit vielen Beständen in der Fotothek vertreten ist, mittlerweile schon um die 900 Arbeiten, ganz verschiedener Natur, angefangen vom Frühwerk, das eher dokumentarischen Charakter hat, bis hin zu den brillanten Porträtaufnahmen von Dirigenten und Solisten, derzeit im Stadtmuseum zu bewundern. Und eine weitere Konstante in seinem Werk ist ganz sicher das Spiel mit grafischen Strukturen. Und das ist auch der Teil, der mich persönlich am allermeisten fasziniert. Und so hat diese Auswahl natürlich auch immer, wie immer, etwas Subjektives. Ich wollte als Kind mal Forscher werden. Das hat nicht ganz so geklappt, aber ich hatte immer die Intention, irgendwo in der Welt einsame Gegenden aufzusuchen und später dann auch dort zu fotografieren. Und irgendwann entstand der Wunsch, gemeinsam mit zwei Freunden mal in die Atacama-Wüste zu fahren und dort längere Zeit zu bleiben. Längere Zeit ist relativ. Wir waren 3 Wochen in der Wüste dort. Und wenn man frei ist von allen Einflüssen, die einen tagtäglich hier umgeben, dann findet man auch andere Bilder, für meine Begriffe auch intensivere Bilder.